Leute, der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga ist vorbei und was hat er uns alles geboten? Nikolai Müller verletzt sich beim Torjubel zu seinem einzelnen Siegtreffer und wird vermutlich monatelang ausfallen. HSV-Kritiker haben vollstes Verständnis für Müller. Woher sollte der HSV auch wissen, wie ein Torjubel richtig funktioniert? Alles natürlich nur Spaß, liebe Leute. Guter, aber etwas torarmer Beginn der ersten Fußball-Bundesliga. In der Bundesliga-Prognose bekommt ihr nun alle Infos und News sowie meine Tipps zum zweiten Spieltag. Am Freitagabend geht's dann auch gleich schon los mit dem HSV. Der trifft in Köln auf dem ersten FC. Köln hatte sich ja im Pokal souverän gegen Leha TS durchgesetzt, hat aber das erste Bundesligaspiel etwas unnötig gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Umgekehrte Vorzeichen beim HSV, das Pokal aus gegen dezimierte Osnabrücker, dafür allerdings der Sieg im Spiel gegen FC Augsburg. Der 1. FC Köln musste im Spiel gegen Gladbach zeitweise auf Linksverteidiger Rausch verzichten, der sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Ob er bereits gegen den HSV wieder spielen kann, bleibt abzuwarten. Sonst stünden hier natürlich auch Horn und Hector als mögliche Linksverteidiger zur Verfügung. Dazu fällt Kessler weiter aufgrund einer Fingerverletzung aus. Stammkeeper ist aber ja ohnehin Timo Horn. Momentan sieht es gut für einen Einsatz von Osako aus. Klar, beim Hamburger SV fällt Müller aufgrund des Kreuzbandrisses mehrere Monate. Maffrey fehlte noch zum Saisonauftakt, sollte aber seine Nackenbeschwerden gegen den 1. FC Köln überwunden haben. Auch das könnte wieder ein etwas zäheres Spiel werden. Köln steht ja meist gewohnt sicher und defensiv solide. Der HSV probiert es ja oft mit langen Bällen. Köln möchte sich dennoch zu Hause gut präsentieren. Der HSV ist nach dem Müller-Ausfall geschwächt. Ich tippe 1:0 für den FC. Weiter geht's in der Samstagskonferenz mit Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Werder Bremen überlebte ausnahmsweise mal wieder die erste Pokalrunde und wird in Runde 2 wieder auf den Auftraggegner der Bundesliga TSG Hoffenheim treffen. Gegen Hoffenheim unterlag Werder doch recht unglücklich nach einem abgefälschten Schuss. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass für Werder noch nicht so wahnsinnig viel nach vorne ging. Es wird ja weiterhin noch ein Stürmer gesucht oder etwa doch nicht. Die Aussagen von Frank Baumann dazu bleiben wenig zielstrebig. Ganz anders bei den Bayern, da sollen die Transferbemühungen ja wohl abgeschlossen sein. Die Bayern in der Vorbereitung ja teilweise mit rätselhaft unterirdischen Vorstellungen. Trainer Carlo Ancelotti stellte taktisch etwas um, Kimmich sorgt über rechts für Dampf, während das zentrale Mittelfeld doch absichert. Zuletzt hatten die Bayern wieder stabilere Ergebnisse, auch das Spiel gegen Leverkusen war ein gutes, auch wenn es wieder 20 instabile Minuten der Bayern in der zweiten Hälfte gab. Bei Werder fehlt Junusovic, der macht zwar in seiner Genesung bei den Achillessehnenproblemen Fortschritte, man wird aber wohl keinen Einsatz vor der Länderspielpause riskieren wollen. Bei Moisander gibt es keine guten Nachrichten, seine Heilung verzögert sich weiterhin. Aber auch die Bayern haben große Verletzungssorgen. Juan Bernat fällt definitiv aus. Arjen Robben müsste vor kurzem das Training mit Oberschenkelproblemen abbrechen, könnte aber wieder zu einem Kurzeinsatz kommen. Abwarten. Javi Martinez mit seinem Muskelfaserriss macht Fortschritte. Trainer Ancelotti will aber vor der Länderspielpause nichts riskieren. Gleiches gilt wohl für Thiago. Auch bei Rodriguez und Boateng gibt es Zeichen der Besserung, aber ein Einsatz kommt wohl für sie zu früh. Werder wird zu Hause gegen den FCB alles geben, ob man auch wieder so gut stehen wird wie gegen Hoffenheim, bleibt abzuwarten. Die Bayern sind individuell natürlich klar überlegen, zu Hause gelingt Werder ein Tor, 1:3. Ebenfalls am Samstagnachmittag geben sich Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg die Ehre. Bei Frankfurt kam es ja im Spiel gegen Freiburg zu den ersten Einsatzminuten von Neuzugang Kevin-Prince Boateng, der auch gleich mit Pfiffen begrüßt wurde. Warum eigentlich nochmal? Der andere Neuzugang, Sebastien Haller, zeigte trotz ausbleibendem Tor ein gutes Spiel und strahlte die ganze Zeit Gefahr aus. Das genaue Gegenteil von Gefahr war der VfL Wolfsburg in der undankbaren Auftaktpartie gegen Borussia Dortmund. Der VfL strahlte mal so gut wie gar keine Gefahr aus, aber das ist natürlich auch nicht so einfach gegen den BVB. Aufgrund der Brooks-Verletzung hat laut Kicker der VfL wohl Ingolstadts Tisserand ausgeliehen, hinter dem auch der SV Werder zeitweise her war. Bei Eintracht Frankfurt fehlt weiterhin Fabian aufgrund einer Lendenwirbelentzündung. Fabian wurde erst vor kurzem erfolgreich operiert und steht natürlich noch nicht zur Verfügung. Genauso wie Alexander Meyer. Auch Omar Mascarell fehlt den Frankfurtern wohl bis in das neue Jahr hinein. Dani Blum macht Fortschritte bei seiner Mandelentzündung, abwarten, ob er hier spielen kann. Brooks fällt aufgrund seiner Sehnenverletzung längere Zeit aus, daher ja auch der Tisserand-Transfer. Bei Bruma bleibt es eng, möglich, dass man hier vor der Länderspielpause aber nichts riskieren will. Gut sieht es hingegen bei Blaschikowski aus, die Oberschenkelverletzung war nicht so schlimm wie gedacht. Auch Virinha steht dem VfL wohl wieder zur Verfügung. Beide Mannschaften wollen ihre ersten Tore erzielen, insbesondere die SGE will zu Hause sich gut präsentieren. VfL Wolfsburg wird versuchen, sich kein frühes Gegentor zu fangen. Dazu muss Stürmerkapitän Mario Gomez wieder mehr in das Spiel eingebunden werden. Aktuell kommt der VfL, wie auch schon in der Vorbereitung, zu selten zum Abschluss. Ich tippe hier auf eine Punkteteilung 1:1. Auch am Samstagnachmittag spielen Bayern 04 Leverkusen, 1899 Hoffenheim. Leverkusen mit einer teilweise überzeugenden Leistung gegen Bayern München. Man sieht, dass die Mannschaft von Heiko Herrlich immer mehr in Fahrt kommt,
was auch mit dem Formanstieg von Julian Brandt zusammenhängt, der in der Vorbereitung nicht wirklich fit war. 1899 Hoffenheim wird im Spiel gegen Liverpool alles geben müssen, um hier noch in die Champions League einzuziehen. Ob man nach einer möglichen Enttäuschung oder auch nach einem kräftezehrenden Spiel sich wieder auf die Bundesliga konzentrieren kann, bleibt abzuwarten. Auch das Spiel gegen Werder Bremen war nicht überragend, am Ende musste ein abgefälschter Schuss helfen. Jetway fehlt der Werkself aufgrund des Haarrisses weiterhin, Sven Bender hat eine Rippenprellung im Spiel gegen Bayern München erlitten, es sieht aber ganz gut für ihn mit einem möglichen Einsatz gegen Hoffenheim aus. Havertz konnte noch nicht gegen die Bayern spielen, da er Knieprobleme hat, gut möglich, dass sich sein Zustand zum Wochenende hin bessert und er eingesetzt werden kann. Bei 1899 Hoffenheim sind momentan alle Spieler einsatzbereit, Kompliment an dieser Stelle an das Trainerteam und die medizinische Abteilung, aber manchmal hilft auch einfach das Glück einem weiter. Leverkusen mit einer engagierten Leistung im Auftaktspiel gegen die Bayern, zwar verlor man auch in der Höhe verdient, es waren aber meist die Standardsituationen, die die Werkself schon seit längerer Zeit ärgern. Die Mannschaft scheint nach den Testspielniederlagen langsam an Fahrt aufzunehmen. Ich glaube, dass Leverkusen die sich bietende Chance hier nutzen wird und mit 2:1 gewinnen wird. Das Topspiel am Abend lautet Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Beim BVB war man wohl selber ein wenig über den furiosen Auftakt gegen Wolfsburg überrascht. Zwar war der Sieg selber keine Überraschung, dass man das Spiel allerdings so deutlich auswärts dominieren würde, war dann schon bemerkenswert. Hertha scheint da weiterzumachen, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Zu Hause konnte man den ambitionierten Aussteiger VfB Stuttgart den Wind aus den Segeln nehmen und man gewann souverän mit 2:0. Da weitermachen, wo man letzte Saison aufgehört hat, würde aber auch bedeuten, dass man wieder sehr auswärts schwach wäre. Beim BVB fehlen viele Spieler verletzungsbedingt. Guerrero, Reus und Schürrle fallen definitiv aus. Schürrle hat sich ein Muskelfaserriss am Oberschenkel zugezogen. So langsam wird der gut besetzte Dortmunder Flügel auch etwas dünner. Weigel arbeitet individuell wieder mit dem Ball. Ein Einsatz vor der Länderspielpause käme aber wohl zu früh. Ob Bosch vor der Länderspielpause auf die schwächenden Durm, Schmelzer und Rode zurückgreifen wird, ist fraglich. Letzte Woche ging es ja auch ohne sie, warum sollte man hier etwas riskieren? Bei der Berliner Hertha fallen Selke aufgrund des Knochenödems und Lazaro definitiv aus. Lazaro wurde letzte Woche ja sehr gut von Lecky vertreten, der nicht nur wie immer sehr schnell war, sondern nun auch den einzigen Doppelpack der Liga schnürte. Schieber arbeitet an seinem Comeback, welches aber wohl erst nach der Länderspielpause geben wird. Dortmund wird zu Hause furios starten, die Berliner Hertha wird versuchen, defensiv sicher zu stehen und die neue Schnelligkeit über Lecky und den bekannten S-Wein vorne auszuspielen. Dortmund ist aufgrund der Taktik hinten durchaus angreifbar, aber für alles andere als sein Tipp auf einen Dortmunder Heimsieg war das erste Spiel einfach zu dominant. BVB gegen Hertha 3:1. Dazu spielt am Samstagnachmittag noch der FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach verzichtet ja aufgrund einer Klausel auf den Einsatz von Bobadilla gegen seinen alten Club. Augsburg wird es ohnehin noch schwerer haben ohne ihn. 1:2 für die Gladbacher. Am Sonntag geht es für RB Leipzig gegen den SC Freiburg. Leipzig spielte gefällig, war aber offensiv zu harmlos. Das werden sie gegen den SC Freiburg ändern, aber auch die schießen ihr erstes Bundesliga-Tor der neuen Saison. Leipzig gegen Freiburg 2:1. Das letzte Spiel am Sonntag lautet Hannover 96 gegen Schalke 04. Beide Mannschaften starten mit leicht unerwarteten Siegen. Hannover fehlt momentan wieder der Support der Ultras. Das könnte sich bemerkbar machen. Ich tippe auf einen Sieg der Schalker 1:2. So, liebe Leute, das war meine Prognose für den zweiten Bundesligaspieltag. Sorry, dass vor der Saison keine Videos kamen, aber das ist leider bei mir manchmal so. Dafür gibt's nun aber auch wieder mit den Livestreams weiter. Bundesliga Talk Livestream am Samstag um 17.30 Uhr. Seid dabei, würde mich sehr freuen. Wir besprechen wie immer die Ergebnisse direkt nach den Konferenzspielen. Da natürlich dann auch wieder mit Bild von mir. Ihr könnt oben abstimmen, von welchem Trainer und welchem Verein soll die nächste Taktikanalyse handeln. Nutzt dafür oben das i, ihr könnt eure Stimme abgeben. Leute, was tippt ihr? Wie werden die Spiele am zweiten Bundesligaspieltag laufen? Schreibt mir eure Tipps in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Bleibt am Ball, euer Sören. Macht's gut, ciao.